Moki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Haarausfall oder Alopezie ist der Zustand des, wie der Name schon sagt, des Verlustes des Haares und des Dünnerwerden der Haarfollikel und des Dünnerwerdens der Haare. Die Haare verlieren an Spannkraft, Elastizität und Volumen und können an vielen verschiedenen Stellen ausfallen. Meistens ist der Kopf betroffen. Es gibt verschiedene Formen der Alopezie. Es gibt die Alopecia areata, wo punktförmig an verschiedenen Stellen ohne erklärliche Ursache Haare verloren gehen. Die häufigste Form ist die androgenetische Form der Alopezie, wodurch es zu einer Reaktion des Sexualhormons Testosteron auf die Haarfollikel kommt und es zum Verlust dieser Haarfollikel kommt. Das betrifft meistens Männer. Das zeigt sich dann mit zunehmendem Haarverlust gerade an den Geheimratsecken bis über die Tonsur bis nach hinten über mehrere Jahre und kann je nach Befund oder Befall auch manchmal rapider vorgehen. Bei der androgenetischen Form haben wir meistens eine vererblichte Form. Andere Faktoren, die zu Haarverlust oder dünner werdendem Haar führen können, sind Mangelernährungen, zu wenig Vitamin B, Vitamin H, Vitamin A. Das können Faktoren sein, ein erhöhtes Stresslevel, Schilddrüsenhormone, die nicht im Gleichgewicht sind oder andere Medikamente, die eingenommen werden, können dazu führen, dass der Haarverlust fortschreitend ist. Patientinnen, die an Haarverlust leiden, bemerken das relativ stark vor dem Spiegel. Normalerweise verliert der Mensch ungefähr 50 bis 70 Haare oder bis 100 Haare pro Tag. Und wenn wir aber in einer gewissen Phase mehr als diese Haare verlieren pro Tag, das sieht man dann beim Kämmen, beim Duschen, beim Haarstyling, kann das ein Zeichen für beginnenden Haarverlust sein. Wenn dieser vererbt ist und man es bereits bei den Großeltern oder den Eltern sehen kann, kann es sein, dass das einen auch betrifft. Und ansonsten zur Diagnose, wir schauen uns die Haarfollikel an, wir schauen uns einmal die Dichte der Haare an, wir schauen uns die Qualität der Haare an, ganz wichtig auch die Kopfhautbeschaffenheit. Dermatologische Abklärung ist da sehr wichtig, um eben die Ursache zu klären. Es gibt manche dermatologische Ursachen, die das Wachstum der Haarfollikel behindern können, Schuppenflechte oder andere Veränderungen der Kopfhaut oder der Hautstruktur können dazu führen, dass Haare über einen längeren Zeitraum geschädigt werden und entsprechend auch ausfallen. Das Vorbeugen des Haarausfalls ist schwierig. Die Sachen, die PatientInnen selber tun können, ist eine ausgewogene Ernährung, einen Hormonstatus bestimmen lassen vom Allgemeinmediziner und oder auch Endokrinologen, eventuell Hormone substituieren, Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine, Mineralstoffe regelmäßig zunehmen, versuchen, einen stressfreien Job oder Leben zu führen, nach Möglichkeit nicht rauchen und die Kopfhaut nach oder beim Waschen massieren, denn durch eine gesteigerte Durchblutung kann es zu einer Förderung der Mineralstoffe für die Haarfollikel kommen und somit eben zu mehr Haarwachstum. In der Kopfhaut befinden sich die Haarfollikel. Je besser die Kopfhaut durchblutet ist, desto mehr Nährstoffe können diese Haarfollikel bekommen und desto kräftiger und dichter werden diese auch wachsen. Wenn wir allerdings eine andere Ursache für einen Haarverlust, also einen Verlust der Follikel haben, dann bringt auch die beste Durchblutungsbehandlung in diesem Bereich nicht viel. Da müsste man eher die Ursache suchen, weswegen das Ganze passiert. Was man gegen Haarausfall tun kann, ist einmal eine gesunde Ernährung, ausreichend Vitamine, ausreichend Nährstoffe. Das sind die Sachen, die man ohne einen behandelnden Arzt durchführen kann. Was man machen kann, bevor man über eine Haartransplantation nachdenkt, ist eine konservative Therapie, zum Beispiel mit Microneedling und oder PRP-Behandlungen. PRP, das sogenannte Platelet-Rich Plasma, bedeutet, dabei handelt es sich um Blutplättchen bzw. Thrombozyten, die wir ihrem Blut entnehmen und dann gezielt unter die Kopfhaut injizieren mit ganz vielen kleinen dünnen Nadelstichen. Einmal durch die Nadelstiche dafür sorgen, dass die körpereigene Regeneration angeregt wird, die Durchblutung verbessert wird und durch die in den Thrombozyten befindlichen Wachstumsfaktoren und Zytokine eine vermehrte Durchblutung der
Follikel entsteht und dadurch dann die Follikel kräftiger und dichter wachsen. Es entstehen nicht mehr Haare, aber die Haare, die vorhanden sind, werden etwas dichter und wirken etwas voller. Diese PHP-Behandlung eignet sich sehr gut, wenn wir einen schleichenden, dünner werdenden Haarverlust bemerken, wo die Ursache nicht aufgrund von Medikamenten, Nebenerkrankungen oder anderen Situationen begünstigt wird. Denn diese PHP-Therapie wirkt nur auf die vorhandenen, lebenden, intakten Follikel. Wenn diese Follikel jedoch eine Ursache oder wenn es eine Ursache gibt, dass diese Follikel sich auflösen oder rausfallen, dann kann auch diese PHP-Therapie, die eigentlich sehr gut wirkt, da ihre Grenzen zeigen. Es gibt in den Social Media und im Internet sehr, sehr viele Versprechungen, die zu mehr Haarwachstum, dichterem Haar führen können. Physiologisch gesehen, alle Tinkturen, alle Lösungen, alle Öle, die die Durchblutung anregen, können dazu führen. Es kann aber schwierig sein, dass man das Versprechen, was die Werbung vielleicht gibt, auch bei sich selber sieht. Vitaminpräparate zeigen da eine sehr gute Wirkung, jedoch ist der Effekt, den man erzielen kann, begrenzt. Die Vitaminaufnahme sollte für ein gesundes Leben, für einen gesunden Lebensstandard sehr hoch sein und kann dazu führen, dass der Haarverlust etwas gebremst wird. Um den Haarverlust aufzuhalten, benötigen wir dann doch andere Methoden. Am Tag der Behandlung werden wir Ihnen Blut entnehmen. Dieses Blut wird zentrifugiert und Sie können sich in der Zwischenzeit auf die Behandlungsliege legen, sodass wir die Haare oder die Kopfhaut desinfizieren und reinigen können. Und danach, wenn wir die Spritzen aufgezogen haben, werden wir mit dünnen Nadelstichen Stelle für Stelle injizieren. Das kann anfangs etwas schmerzhaft und etwas unangenehm sein. Wir empfehlen PatientInnen dann immer Schmerzmittel in Form von Paracetamol oder Ibuprofen kurz vor der Behandlung zu nehmen. Das ist meistens ausreichend, um diese 20 Minuten Behandlung zu überbrücken. Wir brauchen verhältnismäßig wenig Blut, ungefähr 4 bis 5 Röhrchen. Das entspricht ungefähr 30 bis 50 Milliliter. Das sind Mengen an Blut, die der Körper kaum spüren wird. Also das wird nicht auftreten, dass Sie danach Kreislaufprobleme haben oder merken, dass Ihnen Blut fehlt. Leider geht es nicht, dass man sich anderes Blut injizieren lässt oder andere Thrombozyten. Da gibt es Abstoßungsreaktionen, allergische Reaktionen und wahrscheinlich auch Infektionen. Also man soll schon, wenn, das eigene Blut mitbringen und die eigene Behandlung mit dem eigenen Blut durchführen. Wir nehmen das Blut normalerweise aus der Armvene. Ähnlich wie bei einer Blutabnahme beim Arzt werden wir über einen kleinen Stich mehrere Röhrchen Blut abnehmen, diese dann zentrifugieren. Durch das Zentrifugieren erzeugen wir 2 Schichten, indem wir einmal eine dünne Schicht haben mit Thrombozyten, wo wir diese Blutplättchen entnehmen können. Und die werden dann gesondert in eine dünne Spritze verteilt und über diese Spritze mit kleinen Nadeln in die Kopfhaut injiziert. Die Behandlung an sich dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten und wir empfehlen 3 bis 4 Behandlungen in Abstand von 3 bis 4 Wochen. Danach hält der Effekt ungefähr ein halbes Jahr und kann je nachdem, wie stark die Schädigung vorher war, dann langsam verschwinden und manche PatientInnen machen dann eine Auffrischung nach einem halben bis einem Jahr. Diese Behandlung besteht aus mehreren kleinen Nadelstichen. Diese Nadeln können entweder mit einem Gerät injiziert werden, was relativ schnell durch die Kopfhaut sticht. Und dadurch, dass wir sehr, sehr dünne Nadeln haben, sind die Schmerzen sehr, sehr gering. Manchmal kann es allerdings vorkommen, dass PatientInnen eine empfindliche Stelle haben am Kopf, wo diese Nadelstiche stärker empfunden werden und wo dann das Gefühl etwas unangenehmer ist. Wenn sehr dünnes Haar oder sehr wenig Haar vorhanden ist, dann können wir diesen Bereich auch mit einer lokalen Betäubungscreme etwas betäuben, um eben diese Einstichstellen nicht so stark spürbar machen zu lassen. Die Ergebnisse sieht man in der Regel nach der dritten Behandlung ungefähr nach ca. 3 bis 4 Wochen.
Bis zur dritten Behandlung werden Sie schon eine leichte Verbesserung bemerken, aber den Haupteffekt sehen Sie erst so nach 3-4 Wochen nach der letzten Behandlung. Leider nein. Wir können schwer hervorsagen, ob diese Behandlung erfolgreich ist. Wir nehmen immer dieselbe Anzahl an Thrombozyten, wir injizieren in dieselben Schichten bei verschiedenen PatientInnen. Manchmal haben wir sehr gute Ergebnisse und sehen ein sehr zunehmend dichtes Haarwachstum. Und manchmal haben wir sehr wenig Effekt. Und das besprechen wir auch immer mit PatientInnen im Beratungsgespräch, dass diese Behandlungen sehr gut sind, von vielen sehr gut aufgenommen werden und manche jedoch sehr wenig bis gar keine Wirkung zeigen. Der nächste Schritt nach einer PRP-Behandlung, wenn diese Maßnahmen oder auch medikamentöse Therapie nicht ausreichend ist, wäre dann vielleicht über eine Haartransplantation nachzudenken oder das Thema anzugehen. Dabei handelt es sich um eine Operation, wo Haare aus der Spenderzone, aus dem hinteren Bereich entnommen werden und an die kahlen Stellen transplantiert werden. Das ist eine sehr effektive Methode, die dauerhaft gute Ergebnisse erzielt. Aber es handelt sich eben um eine kleine Operation und viele PatientInnen sind davon vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Diese Behandlung lässt sich ganz gut kombinieren, wenn wir zum Beispiel die gesammelten Thrombozyten auch im Gesicht verteilen. Das kennen wir aus dem Microneedling, das sogenannte Vampire Lift, wo diese Thrombozyten mit demselben Verfahren mit dünnen Nadelstichen unter die Haut gegeben werden und da eben auch ihre Wachstumsfaktoren und Zytokine freisetzen und für ein klareres Hautbild und ein stärkeres, frischeres Aussehen sorgen. Wir benutzen sehr, sehr dünne Nadeln. Die sind Millimeter dick, sodass die Nadelstiche vielleicht kurz nach der Behandlung in den ersten 1-2 Stunden noch sichtbar sind, aber am nächsten Tag schon nicht mehr zu sehen. PatientInnen mit einer sehr empfindlichen Kopfhaut sollten vielleicht Schmerzmittel vor der Behandlung einnehmen. Ansonsten müssen wir bis auf die normale Körperpflege nichts beachten. Wir bieten Kontrolltermine an. In ganz, ganz seltenen Fällen kann es zu leichten Hämatomen oder vielleicht Juckreizen kommen nach dieser Behandlung. Und ansonsten sind diese Behandlungen sehr komplikationsarm und bedarfen keiner weiteren Kontrolle. Der Behandlungszyklus ist normalerweise 3-4 Behandlungen in Abstand von 3-4 Wochen und danach ungefähr ein halbes bis ein Jahr Pause und danach könnte man eine Auffrischung wieder durchführen lassen. Also wir bieten diese 3 Behandlungen an. Wenn wir einen guten Effekt erzielen und dieser Effekt für eine längere Zeit hält, ist eine Auffrischung nicht zwingend notwendig. Manche Patientinnen bemerken aber dann einige Monate nach der Behandlung, dass der Effekt etwas nachlässt und dann ist eine Anfrischung angesagt. Wenn man eine Sitzung auslässt, ist es zumal nicht schlimm. Wir können die Intervalle etwas strecken. Es sollten nicht weniger als 3 Wochen sein, aber auch wenn nach Möglichkeit nicht mehr als 6 Wochen. Der meiste Effekt laut Studien ist nach 4 Wochen Intervallen. Aber wenn jetzt durch Urlaub, durch Erkrankung mal eine Woche ausfällt, dann ist das auch kein großes Problem. Ja, gerade bei Männern ist der Bart in den letzten Jahren eine Trendfrisur geworden. Viele Männer haben einen sehr dünnen, sehr leichten Bart und auch da kann man mit Microneedling und mit PRP-Behandlungen für etwas mehr Volumen sorgen. Da ist die Nachfrage auch in den letzten Jahren etwas gestiegen. Die ideale Patientin für diese Behandlung ist Mann oder Frau mit langsam dünner werdendem Haarverlust oder dünner werdenden Haaren und beginnendem Haarverlust. Wenn diffuser Haarverlust auftritt, kann es sein, dass diese Behandlung nicht die gewünschte Wirkung erzeugt. Und wenn ein rapider Haarverlust entstanden ist, ist vielleicht das auch nicht die optimale Behandlung. Aber langsam dünner werdende Haare, stärker sichtbare Geheimratsecken oder ausgedünnte Tonsuren sind die optimalen Behandlungsmöglichkeiten. Alle PatientInnen, die
noch zu früh sind für eine Haartransplantation, wo wir bei einer Haartransplantation vielleicht das transplantierte Haar in Regionen transplantieren, wo noch Haare vorhanden sind und somit vielleicht einen Schaden erzielen könnten, da würden wir eher eine PRP-Behandlung vorziehen. Die Komplikationen sind äußerst gering. Kleine lokale Infektionen, kleine Hämatome, kleine punktförmige Blutungen können am ersten Tag auftreten. Dadurch, dass wir sehr steril arbeiten, ist davon eigentlich nicht auszugehen. Sollte das auftreten, kann man das meistens mit Kühlung und Schonung in den nächsten Tagen beheben. Direkt nach der Behandlung kann es sein, dass kleine punktförmige Blutungen auftreten und kleine Schwellungen auftreten. In den ersten Stunden nach der Behandlung sind sie vielleicht nicht salonfähig, aber am nächsten Tag sollte das kein Problem sein. Die kleinen Einstichstellen sollten kurz nach der Behandlung eigentlich direkt verschlossen sein, sodass das Tragen von Kappen oder Mützen zum Bedecken oder zum Schutz vor Regen oder Staub durchaus erwünscht und spricht auch nichts dagegen. Gerade in den ersten Stunden nach der Behandlung ist die Haut ein bisschen gereizt und es kann dann durchaus sein, dass direkte Sonneneinstrahlung die gereizte Haut etwas unangenehm anfühlen lässt und da würde ich empfehlen, dass Sie in den ersten Stunden nach der Operation eine Mütze tragen, eine Kappe tragen, um eben direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Normalerweise werden 3 bis 4 Sitzungen notwendig sein, in Abstand von 4 Wochen, bis Sie den gewünschten Effekt haben. Eine PRP-Behandlung im Gesicht beginnt bei 250 Euro und je nach Regionen und ob diese Behandlungen kombiniert werden mit anderen Mitteln wie Aminosäuren oder Vitamin C, können die Kosten bis zu 500 Euro steigen.